Wir hatten jetzt gerade letzten Monat den großen Kongress des Europäischen Anbieternetzwerks in Straßburg zusammen mit Enroll-HD und darüber werden wir im Wesentlichen berichten. Klar ist, das kennen Sie alle, wo wir hinwollen. Wir wollen, wenn das der natürliche Verlauf der Erkrankung ist, durch eine frühe Diagnose und eine frühe Intervention dazu führen, dass die Erkrankung anders kommt. So. Und das, was jetzt ein Nachteil ist, dass mit vollständiger Penetranz, großer Sicherheit, die Krankheitserscheinungen sich entwickeln im Laufe des Lebens, wird dann zu etwas, was eine frühe Behandlung, bevor klinisch sichtbare Symptome erkennbar sind, nutzbar gemacht hat. Das ist unsere große Hoffnung. Ja, das ist der Punkt, den wir heute haben, dass wir heute mit verschiedenen Medikamenten die Beschwerden lindern können. Das ist auch wichtig und wir haben da schon in früheren Vorträgen darauf hingewiesen und ich habe es nochmal mit reingebracht. Ich würde nochmal auf die Leitlinien verweisen zur Behandlung der Erkrankung und nochmal ein bisschen Eigenwerbung. Wir haben in Bochum am 12.10. ein kleines Symposium, wo wir auch versuchen wollen, da auf Therapien einzugehen, auch Arbeitsgruppen zu Krankengymnastik, Logopädie, solche Sachen. Wer Interesse hat, ist keine Anmeldung erforderlich. Einfach vorbeikommen. Wir werden da nicht alles klären können. Auch da nochmal einfach ein zu den symptomatischen Therapien. Und Heute wollen wir uns fokussieren auf die Therapien zur Behandlung. aber die waren schon in Bochum schon nächste Woche. Also man kann 12.10. 12.10. Also man kann 2 Wochenenden jetzt dem neuesten Sachen aus der Krankheit verbringen. In Bochum Genau. und hier. Okay. Das, wo wir eigentlich weitermachen, ist für die Therapie langfristig. Und dann kommen wir so weiter darauf ein. Gut. Also wir wollen noch mal ganz kurz eingehen auf das gegenwärtige Verständnis der Pathogenese und die Ansatzpunkte für therapeutische Interventionen. Und dann, das ist das Wichtigste, hier natürlich für Sie jetzt, was hat sich getan bei der Entwicklung experimenteller Therapeutika und wie ist der Stand der kontrollierten Prüfungen? Kontrolliert, wir haben gerade die sehr spannenden Untersuchungsansätze gehört aus Mainz. Das muss in randomisierten kontrollierten Studien überprüft werden. Damit wir das verstehen, würde ich gerne einen Schritt zurückgehen, auf die Pathogenese zurückgehen. Das kennen Sie alle, der Zusammenhang der CAG-Repeat-Länge mit dem Erkrankungsbeginn und dass das eben auch sich verändern kann in, zwischen den Generationen. Und wichtig erscheint mir hier diese Varianz, dass es eben nicht immer heißt, mit so und so vielen Repeats, dann und dann ist der Erkrankungsbeginn. Es gibt da zwar einen Mittelwert, aber das kann große Schwankungen haben. Das beschäftigt uns schon seit langen Jahren, uns alle, womit das zusammenhängt. Genetische Modifier, also Veränderungen außerhalb der CAG-Repeats, die da eine Rolle spielen. Und dafür war die Enroll-Studie von Bernhard in die Wege geleitet. Extrem wichtig und hat extreme wichtige Befunde gehabt, wo man gesehen hat, wo man von 9.000 Leuten, die Beschwerden hatten, hier untersucht hat, welche Gene noch einen Einfluss auf die Erkrankung haben. Und diese Gene, diese Abkürzung, die da aufleuchten, das sind sehr viele Gene, die was mit einer Genreparatur tun. Bei uns allen werden Gene repariert, die verändern sich ständig durch Umweltstrahlung und solche Sachen. Und das ist wichtig, weil es sonst vermehrt Krebsfälle geben könnte. Es gibt Leute, die da Veränderungen haben, wo das auftritt. Aber die scheint eben auch einen Einfluss auf den Erkrankungsbeginn bei der anderen Erkrankung außerhalb der CAG-Repeat zu haben. Und das, was man sich vorstellt, ist, dass diese CAG-Verlängerung, diesen Hairpin bilden, diesen Loop, eine Schleife bilden und dass das von diesen Reparaturmechanismen falsch repariert wird und es dadurch zu einer Verlängerung des Gens kommt, wenn es abgelesen wird. Man hat früher immer gedacht, die Nervenzellen im Gehirn, die teilen sich nicht, deshalb ändert sich da nichts und da wissen wir inzwischen, dass das falsch ist. Es kommen nicht ganz neue Befunde, aber die rücken in letzter Zeit wieder in den Fokus, muss man sagen.
Und dass dann im Gehirn, wenn man Leute nach ihrem Tode untersucht, die Repeats sehr, sehr lang sind, teilweise mehrere hundert Repeats. Das kann man eben erst nur untersuchen mit Leuten, die bereit waren, sich zu Lebzeiten nach ihrem Tode untersuchen zu lassen. Das nennt sich somatische Instabilität oder somatische Expansion, also Verlängerung im Körper auf Deutsch übersetzt. Und das ist in verschiedenen Geweben unterschiedlich da. Und dann kommt es darauf an, wie aktiv diese Reparaturgene sind. Je aktiver sie sind, machen sie vielleicht auch falsche Reparaturen und führen zu dieser Verlängerung. Und da gibt es schon frühere Befunde davon, auch schon aus dem Jahr 2000, dass man teilweise drastische Veränderungen hat, mehrere hundert dieser Verlängerungen. Und man sieht hier zum Beispiel zwei Fälle, wo der Erkrankungsbeginn einmal mit 25 Jahren und einmal mit 41 Jahren waren und beide mit 47 CRG-Repeats. Man sieht bei dem mit 25 beispielhaft, dass diese Balken viel weiter nach rechts rübergehen, dass es diese Verlängerung im Gewebe dort viel mehr gab. Und das hat sich eben jetzt mit den Enroll-Daten bestätigt, dass das ein wichtiger Mechanismus ist. Und man sucht jetzt Medikamente, die diese Reparaturmechanismen dort, diese Reparaturmechanismen blockieren. Es gibt verschiedene Firmen, die da dran sind und versuchen, Eiweiße, Proteine zu finden, die das hier oben blockieren können und damit die Reparatur verändern können und damit hoffentlich die somatische Expansion verlangsamen können. Das sind im Moment noch Sachen, die im Tiermodell laufen, aber es gibt erste Firmen, die das versuchen zu untersuchen. Das ist wichtig, diese somatische Expansion, als ein Punkt, den wir von der Pathologie neu dazugelernt haben, wo die Frage ist, wie weit greifen unsere Medikamente denn dort ran? Kommen wir gleich immer wieder zurück auf diese Punkte. Ein anderer Punkt ist Exon-1-Mutation, auch da eine wichtige Arbeit aus der Ulmer-Gruppe und Jill Bates-Gruppe oder Herr Neueder, der in Ulm jetzt war, eine Zeit lang, dass man jetzt Hamburg. Jetzt in Hamburg, genau. Das ist eben diese Verlängerung der Gene nicht das ganze Protein einerseits gibt, andererseits war auch gerade dieser erste Abschnitt, wo die CAGs drin sind, der Exon 1, das ist der erste kleine Abschnitt von dem Protein, eine wichtige Rolle zu spielen scheint, dass gerade der besonders klebrig ist, mit anderen Proteinen interagiert. Wir wissen noch nicht genau, wie das alles zusammenhängt, wie wichtig das ist, aber es gibt solch eine Exon-1-Pathologie. Und manche dieser Medikamente, die wir im Moment untersuchen, greifen nicht bei Exon 1 an, sondern viel später. Kommen wir auch gleich zu. Das könnte einen Unterschied ausmachen. Das wissen wir noch nicht ganz. Aber eine weitere Frage, die sich gerade stellt. Und eine dritte Frage, auf die ich hinaus will, hat der Rohr eben schon berichtet, die Loss of Interruption, dass es diese Fälle gibt, von denen William berichtet hat, dass es diese CAG, CAA-Unterbrechung gibt, wo Leute hinterher die gleiche Länge des Proteins haben, aber eben diese CAA, weil CAA auch eine Glutaminsäure macht. Das heißt, das Protein sieht hinterher gleich aus. Aber ich habe nur unterschiedliche RNA. Und dass das schon ein DNA und RNA dann dadurch. Und dass das eben schon einen Unterschied macht, wo sich eben die Frage stellt, ist es eigentlich das Eiweiß, das haben wir eben schon diskutiert ein bisschen, oder ist es eher die mRNA, die oder beides ein bisschen? Wahrscheinlich Letzteres. Aber das ist weiter eine Frage. Wir haben mehrfach schon eben auch in dem Vortrag von Frau Professor Schweiger immer wieder die Frage, auch in der Folie eben, dass man so früh wie möglich bei einer Therapie anfangen muss, möchte, sagen wir so. Im Moment ist nach meiner Auffassung wichtig, Leute zu untersuchen in Studien, die leichte Beschwerden der Erkrankung haben, weil wir sonst nicht sehen können, ob es tatsächlich hilft, ob es wirklich besser wird. Möchten wir natürlich viel früher behandeln und möchten vielleicht damit den Ausbruch der Erkrankung. Das ist für mich aber eigentlich der zweite Schritt. Der erste Schritt wäre erstmal zu gucken, hilft das Medikament her oder schadet es vielleicht? Das haben wir ja auch schon erlebt. Wichtig für diese Untersuchungen sind Voruntersuchungen, dass man mit Enroll, mit anderen Studien wie Clarity untersucht, was passiert denn frühzeitig. Und da hat die Sarah Tabrisi wichtige Arbeiten gemacht, die TRACK-Studie, Predict in den USA von Jane Paulsen. Bei diesen Studien und auch bei Enroll kommen Sachen raus, dass sich Veränderungen, bevor wir klare motorische Symptome haben, für heute Diagnose stellen, 10, 12, 15 Jahre vorher kognitive Veränderungen haben, psychische Veränderungen oft haben,
aber auch eine Caudatomatrophie und eines der frühen Werte ist das Neurofilament, eine Substanz, die freigesetzt wird im Gehirn, wenn das Gehirn geschädigt wird. Und die scheint ungefähr 24 Jahre vorher schon verändert zu sein. Und jetzt gerade aus Straßburg hat Lisa Jabrisi neue Daten präsentiert, wo sie diese Leute, die ganz, ganz jung waren, lange, lange vor Erkrankungsbeginn waren, nach 4,5 Jahren nochmal untersucht hat und da auch dann mit dem Neurofilament zusammen noch eine gleiche Caudatomatrophie an der Veränderung gesehen haben. Also da scheint es irgendwo loszugehen, ohne dass man davon beschweren kann. Das wäre wahrscheinlich irgendwann das Zeitfenster für eine Therapie. Und das hat dazu geführt, dass auch wieder Sarah Tabrizi ein neues Staging-System vorgeschlagen hat, eine neue Einteilung für die Erkrankung, wo sie ein Stadium 1 eingeführt hat als Biomarker-Stadium. Also ein Stadium, wo man noch keine Beschwerden hat und anhand der Klinik, der Auffälligkeiten nichts Eindeutiges sagen kann, aber es schon im Kernspin Veränderungen gibt. Das ist nicht das Kernspin, was man hier beim normalen Radiologen machen kann. Das sind wissenschaftliche Kernspins, wo man einmal im Jahr untersucht und das genau auswertet. Oder vielleicht, ich glaube, es wird noch dazu kommen, dass Neurofilamente, im Moment ist es noch nicht da, weil die Daten noch schwanken, aber es könnte ein weiterer Marker dafür sein. Dann praktisch irgendwann in diesem Stadium anzufangen. Ich glaube, dafür würde ich das erstmal belassen als Einführung. Eine Frage? Ja, gerne. Wo wird der Neurofilament untersucht? Im Blut oder? Kann man so oder so untersuchen? Da ist, glaube ich, was zu sagen. Also man kann es in beiden Kompartimenten besuchen, Blut ist natürlich viel einfacher. Da ist aber nicht so empfindlich wie im Nervenwasser. Also wenn es ganz subtile Veränderungen gibt, muss man Nervenwasser untersuchen. Wenn es größere Veränderungen gibt, kann man auch Blut untersuchen. Die Konzentrationen sind sehr gering. Also man muss empfindliche Methoden einsetzen. Empfindliche Methoden bedeutet auch ein gewisses Rauschen. Man muss diese Untersuchung erst einmal machen. Und bis jetzt wurde das nicht bei Rollstudien berücksichtigt. Doch, also viele Patientinnen und Patienten geben Blut ab, wo das gemessen werden kann. Und im Augenblick wird es vor allem groß und still und systematisch gemacht in der sogenannten HD Clarity Studie, wo Teilnehmerinnen und Teilnehmer bereit sind, sowohl Blut abzugeben, zum gleichen Zeitpunkt Nervenwasser geworden wird. Das zeigt eben doch nochmal der Aufruf, dass gerade auch für Leute, die noch gar keine Beschwerden der Erkrankung haben, die Enroll- und die Clarity-Studie sehr, sehr wertvoll ist, weil das die Vorarbeiten für die nächsten Jahre, vielleicht Jahrzehnte sind, Jahre hoffentlich. Und deshalb eben, dass man nicht unbedingt denkt, naja, ich habe ja noch keine Beschwerden, genau das ist ja das Zeitfenster, wo wir das wollen. Deshalb ist es wichtig, dass Leute dort mitmachen. Okay. Das als Vorspann sozusagen, wo wir gleich zurückkommen. Hier eine Folie, ihr kennt sie schon, meine Lieblingszelle, eine Zelle mit Rezeptoren. Oh, ist es bei der Kopie was schiefgegangen? Ist egal. Bis jetzt wirken die meisten Medikamente außen irgendwo in der Zelle, in den Rezeptoren. Wir haben diese Eiweißaggregate, die ich da versucht habe, in die Zelle reinzumalen, die Mitochondrien, die Kraftwerke der Zelle schädigen. Und es hat viele, viele Studien gegeben, wo man versucht hat, durch diese Rezeptoren irgendwelche Beeinflussung der Zelle zu erreichen, damit sie sich besser fühlt, gesünder ist, die Aggregate vielleicht abgebaut werden, weniger da sind. Bis jetzt leider all diese Studien negativ. Solche Studien laufen auch noch und auch da haben wir Ergebnisse. Das sind ein paar der Firmen, die da im Moment dran sind. Das ist nicht vollständig, aber ganz wichtig, die Bridopedin-Studie, die Pflug-Studie, wo wir gleich drauf eingehen wollen. Es gibt noch ein paar andere Firmen, die über Antikörper versuchen, das Eiweiß abzubauen, die Immunzellen zu beeinflussen oder eben gerade auch das Metformin von Frau Professor Schweiger eben vorgestellt. Das sind alles Sachen, die dort praktisch auch mit einsetzen, wo wir auch weiterhin Studien machen. Jetzt geht das schon irgendwo weg.
wo wir auch weiterhin Studien machen. Aber wir haben natürlich den Vorteil bei der heutigen Krankheit, im Gegensatz zu anderen Krankheiten, dass wir wissen, woran es liegt und eben in der Zelle, im Zellkern, dieses Huntington-Verlängerung, dass die DNA haben. Und da möchten, da haben wir jetzt diese neuen Studien, die dort ansetzen, versuchen, die RNA, das Protein zu beeinflussen, wo wir gleich zu kommen. Jetzt vielleicht erstmal eine Übersicht und. Also ich hoffe, Sie können es lesen. Das ist am Freitag ein Kongresstag gewesen, wo gegenwärtig laufende 8 Studien vorgestellt worden sind und geplante Studien 6 für das nächste Jahr eigentlich. Also eine ganze Menge eigentlich. Und da wollen wir mal ganz kurz versuchen durchzugehen und dabei nicht vergessen, auf unsere möglichen Interessenkonflikte hinzuweisen. Also wir beide, Carsten und ich, beraten verschiedene Firmen und es ist wichtig, dass man das auch weiß und berücksichtigt. Also, Medikamentenprüfung ist jetzt das Thema. Und ich beginne mit experimentellen Therapieansätzen mit dem Ziel, die Beschwerden oder Symptome zu verbessern. Fange ich an mit einer Substanz, die von der Firma Song Biotech erprobt wird. Das ist eine Phase 2-Studie. Es ist auf Englisch, aber ich erkläre Ihnen, um was es geht. Es handelt sich um eine Substanz, die das Ziel hat, die Bewegungsstörung zu reduzieren, und zwar über einen Mechanismus, der schon bekannt ist. Es gibt eine Transporter, die Dopamin verpacken in kleine Bläschen, die freigesetzt werden. Da setzt es an, reduziert die Beladung dieser Neurotransmitter gefüllten Bläschen mit Dopamin und anderen Katecholamin. Diese spezielle Substanz ist gleichzeitig auch ein Beta-Blocker und wurde getestet. Man kann finden, dass die Choria, also die ungewollten Bewegungen, dadurch reduziert werden. Und das ist jetzt eine größere Studie durchgeführt worden, eben eine 2b-Studie, die vollständig beendet ist hier im September diesen Jahres und wo im November die vollständigen Ergebnisse dargestellt werden. Die Erwartung oder die Hoffnung, die wir haben daran, ist, dass wir ein weiteres Medikament vielleicht bekommen, was nicht das zu einer Reduzierung der Bewegungsunruhe führt oder eine sogenannte Akathisie auslöst. Das ist ein Zustand, bei dem man nicht sitzen kann. Und das ist eine der Nebenwirkungen von anderen Substanzen, die wir haben. Wissen wir im November. Dann stelle ich Ihnen eine zweite Studie vor. Die ist von der Firma Sage Therapeutics durchgeführt. Und hier handelt es sich um eine Substanz, die das Ziel hat, die Kognition zu verbessern, also die Denkfähigkeit. Der Ansatzpunkt ist eine Empfangsstation für einen Überträgerstoff, der erregt ist, Glutamat. Und diese spezielle Empfangsstation heißt NMDA-Rezeptor. Muss man nicht wissen und sich merken, wichtig ist, hier ist der mal gezeigt. Das ist eine Pore innerhalb der Zellmembran, die Ionen durchlässt. Und hier gibt es eine Modulationsschwelle hier. Und da setzt die Substanz an, die geprüft wird. Das ist ein Cholesterol-Derivat. Cholesterol kennen Sie alles. Und das ist 24S-Hydroxycholesterol, das hier modulierend wirkt. Und die Hoffnung ist, dass sich dadurch die Denkfähigkeit beeinflussen lässt. Es gibt jetzt eine Reihe von Studien, alle nur in den englischsprachigen Raum durchgeführt worden, bislang, weil das einheitliche Testung ist. Und diese ist zusammengeführt worden zu einer großen, einer offenen Beobachtungsstudie, bei der man versucht, die Langzeitverträglichkeit dieser Substanz zu erproben. Ein Ergebnis Anfang nächsten Jahres. Jetzt weiter, Pridopedin. Pridopedin kennen viele von Ihnen und wer HD was gelesen hat oder liest, hat auch gesehen, diesen Artikel, der beschrieben ist mit Hoffnung versus Hype. Hype heißt übertriebene Hoffnung, wenn man so will. Das ist hier ein kritischer Artikel, und das wollte ich mal kurz vorstellen und die Daten, die vorgestellt sind. Es
Integralien auf die letzte Studie, die durchgeführt worden ist mit dieser Substanz, nennt sich Proof-HD-Studie. Und hier ist viel zu sehen, aber wesentlich ist, dass der primäre Endpunkt, der für die Studie vorgegeben war, nicht erreicht worden ist. Man muss wissen, klinische Studien, die definitiv sind, das sind sogenannte Phase-3-Studien, beginnen damit, dass man im Vorhinein sagt, das wird rauskommen. Und wenn ich das nicht erreiche, dann stimmt meine Hypothese nicht. Was das nicht heißt, dass eine Substanz völlig nutzlos ist. Es heißt aber, die Hypothese, die ich getestet habe, habe ich nicht beweisen können. Ja? Das ist gemeint. Der primäre Endpunkt verfehlt. Gut. Wie vielfach, wenn eine Substanz, auf die man Hoffnung setzt, dann eine weitere geprüft wird, gibt es Analysen von Untergruppen. Insgesamt wurden in dieser Proof-HD-Studie 500 Leute, knapp 500 Leute, 499 untersucht. Und in einer Subgruppe 79 Patienten, die keine dopaminverändernde Medikation, keine Neuroleptika und keine eine Substanz wie Tetrabenazin eingenommen haben, die haben einen Vorteil. Das zeige ich Ihnen jetzt. Das ist dargestellt worden in Straßburg von Michael Hayden, der die Firma leitet gegenwärtig. Hier ist das dargestellt für diese Subgruppe und nur für diese Subgruppe hier, dass man sieht, nach oben ist gut, nach unten ist schlecht. Nee, das kann man so sehen. Und man sieht, dass hier also in Bezug auf TFC kein Effekt war, aber in einer Subgruppe, sehen Sie hier, ich weiß nicht, ob man sehen kann, kann man sehen, was ich hier habe? Nee, kann man nicht sehen. Okay. Man sieht die schlecht sehen, glaube ich, von Ihnen. Die obere Kurve ist pink. Die sieht besser aus als die untere Kurve, Placebo, in dieser Subgruppe. Man hat sich jetzt einen anderen Wert angeguckt. Okay, super. Sieht man auch nicht. Nur im Scan. Aber Sie sehen es jetzt. Ist doch schon mal was. Also, Sie sehen was, ne, was ich meine. Also, dass jetzt wieder diese Subgruppe, die hier untersucht worden ist, für eine längere Beobachtungsdauer, 78 Wochen hier insgesamt. Und hier sieht das relativ stabil aus für die Subgruppe, die keine Neuroleptika oder antikoriatische Medikation hat. Wenn man dann einen Wert, der kombiniert die Denkfähigkeit, den funktionellen Zustand und die Motorik berücksichtigt, dann sieht man transient etwas, was als Verbesserung interpretiert wird. Also die Kurven unterscheiden sich hier voneinander. Und hier sieht man auch, dass zwar auch die Oberkurve schlussendlich nach unten geht, aber etwas weniger steil als vorher. Das wird als Verminderung der Verschlechterung interpretiert. Wenn man das über einen längeren Zeitraum gibt hier, da noch wieder kleine Zahlen, ist wichtig zu bedenken. Und das vergleicht mit der großen Track-HD-Studie. Und zwar so, dass die Leute zueinander passen, sieht man einen Unterschied, der der Firma Hoffnung macht. Hier nochmal im Prinzip das Gleiche. Also über einen Effekt über einen längeren Zeitraum wird es angenommen hier. Dagegen bei Leuten, die jetzt Neuroleptika eingenommen haben oder einnehmen mussten, weil ihre Beschwerden stärker waren, sieht man einen Unterschied, und zwar zur ungünstigen Seite hin, während hier ein Unterschied zur günstigen Seite hin zu sehen ist, auch bei Leuten, die eine niedrige Dosis von Neuroleptika nehmen. Das macht der Firma Prädenia Hoffnung. Aber wir sollten nüchtern sein und sagen, ob es tatsächlich hilft oder nicht. Und vor allen Dingen wem und wie viel es hilft, das ist eine ungeklärte Frage. Die Europäische Zulassungsbehörde, die heißt EMA, beschäftigt sich jetzt mit diesem Thema,
Die Prämie war sehr stolz, dass die Unterlagen angenommen worden sind zur Prüfung, aber eine Annahme zur Prüfung bedeutet nicht, dass man mit Erfolg besteht. Nicht? Das kennt jeder, der sich mal zur Prüfung angemeldet hat. Gut, das fehlt also noch aus. Was, glaube ich, wichtig ist zu sagen, ist, dass es jetzt eben nicht nur diese Berufsstudie gab, sondern wir haben es eben in den Folien auch gegeben, gesehen. Es gab 4 Studien insgesamt, die durchgeführt worden sind. Und immer war der primäre Endpunkt, also das, was man vorher erreichen wollte, leider negativ. Aber andere sekundäre Endpunkte, also das, wo man auch geguckt hat, waren durchaus positive Ergebnisse dabei. Und auch ganz wichtig von dem Ralf Heilmann, motorische Tests, die diesen motorischen Test, die er gemacht hat dort, die wenig mit Placebo-Effekt zu tun haben, der Theorie nach, glaube ich auch, haben durchaus auch Hinweise gezeigt, dass es hilfreich sein kann. Und das sind Daten, diese verschiedenen Sekundärpunkte, die positiv sind, die so ein bisschen hoffen lassen, dass es vielleicht eine positive Bewertung gibt und die zumindest mein Gefühl ist, es ist recht gut verträglich. Das ist zweifellos. Und dass ein gewisser Effekt da ist, ob der immer protektiv ist oder ob das symptomatisch ist, sei dahingestellt, das ist vielleicht schwierig zu sagen. Aber wir haben schon das Gefühl, dass ein gewisser Effekt dort ist und ich würde mich freuen, wenn es eine Zulassung geben würde, aber das liegt jetzt in den Händen der EMA. Also ich finde, das Entscheidende ist, wie viel ist die Verbesserung? Und wem hilft das? Das wissen wir nicht. Wenn es wenn auch die Zulassungsbehörde zu dem Schluss kommt, ja, das ist etwas, dem man nachgehen muss und so weiter. Ein gutes Beispiel dafür, dass es nicht so einfach ist und nicht so schwarz-weiß, sondern dass man da auch am Ball bleiben muss, um wirklich zu klären, welche Rolle kann und soll ein Medikament bei wem spielen und wie viel darf man sich davon erhoffen? Einleuchtend? Man wundert sich, warum HD-Bass das alles nur negativ dargestellt wurde. Gut, wenn jetzt ist jetzt eine Sicht von HD-Bass und den Leuten, die das vertreten. Ich denke, das ist gedacht als ein Balancieren der sehr enthusiastischen Interpretation der Ergebnisse durch die Firma und durch Michael Hale. No? So ist es gedacht. Ob das jetzt fair ist, ist jetzt nochmal eine andere Frage. Gut. Das würde heißen, wenn die Zulassungsstelle sagt, ja, das ist schon ganz gut, dann würden Sie praktisch in der Praxis Ihren Patienten das verschreiben und dann selber nochmal aufschreiben, aber nicht studienmäßig, sondern Sie für sich sagen, bei Herrn Meyer hat es geholfen mit der und der Dosis. Sie probieren das also in der Praxis aus. Ich würde mir, also die Konsequenz einer Zulassung wäre, dass das Medikament breit eingesetzt werden könnte. Ich würde mir wünschen, dass die Zulassungsbehörden Auflagen machen, es muss Nachbeobachtung geben. Also das muss aufgeschrieben werden, wie Sie ganz richtig sagen, aber systematisch von allen, die das verschreiben. Das nennt sich Phase 4 Studie, wo das genau nachbeobachtet wird. Das sehe ich als ein günstiges Instrument, um klar zu sehen. Eine Aufgabe. Aber im Augenblick ist es eben nicht verfügbar. Es gibt es nicht auf dem Markt. Ja, wenn ich die EMA wäre, würde ich sagen, als das losging mit Bridopidin, hat man ja den Wirkungsmechanismus erklärt als einen partiellen Dopamin-Agonisten-Antagonisten. Vergleichbar einer Substanz, die man in der Psychiatrie hat, wie Aripiprazol, Abilify. Und das wäre jetzt mal interessant mit Hinblick auch auf die Daten, dass in Kombination mit niedrig dosierten Antidopaminergika ein Effekt da ist, mit hoher nicht. Also Vergleichsstudie Bridopidin versus Aripiprazol, gibt es da einen Unterschied? Und dann würde ich immer sagen, wenn es keinen gibt, es gibt keinen erkennbaren Zusatznutzen. Die EMA bewertet vor allen Dingen, ob das Medikament sicher ist und ob es Hinweise für Wirksamkeit gibt. Die deutsche Zulassungsbehörde würde dann entscheiden, ob es einen Zusatz gibt. Das heißt, ob man dafür viel Geld verlangen darf oder nicht. Also noch ein bisschen andere Sache, aber es ist schon wichtig natürlich. Zusammenfassend, glaube ich,
Der primäre Endpunkt war negativ, das heißt formal war die Studie negativ, wie die vorherigen auch, aber es gibt viele, viele Hinweise, dass da doch etwas leichter Effekt da sein kann, wie auch immer. Und wir müssen sehen, wie die EMA das jetzt entscheidet. Die haben jetzt alle Daten vorliegend. Und ob es da irgendwelche Bedingungen gibt für die Zulassung, ob es weitere Beobachtungen gibt oder solche Sachen, ob es Bedingungen für diejenigen gibt, die das dann einnehmen dürfen, vielleicht nur bestimmte Symptome, das wissen wir alles nicht. Mit dem primären Endpunkt TFC hat noch nie eine Studie funktioniert. Das ist ein wichtiger Punkt. Ist richtig, dieser TFC, der Total Functional Capacity, die kennen Sie alle aus der Lehrstudie, wo man gefragt wird, wie weit ist man im, kann man im Beruf selbstständig sein, Finanzen, Haushalt, Aktivitäten des täglichen Lebens, also waschen, anziehen und kann ich zu Hause. Das ist also eine sehr grobe Skala. Und der Punkt ist, dass diese TFC-Studie bei den, das TFC-Wert bei den früheren Studien, die wir dort gemacht haben, diese Pride-HD zum Beispiel, dort war der bei denjenigen, die das Medikament genommen haben, sehr, sehr stabil und hat sich signifikant verschlechtert bei denjenigen, die das nicht genommen haben. Aber in dieser Studie war der TFC nicht der Endpunkt, sondern etwas anderes. Jetzt hat man eine zweite Studie gemacht, diese Proof-Studie, und wollte dann belegen, tatsächlich ist stabilisiert, die Patienten bleiben stabiler und können eigenständiger bleiben. Und jetzt war es leider tragischerweise so, dass jetzt dieser TFC-Wert sich nicht signifikant gezeigt hat, aber wieder andere Endpunkte. Und das ist ein bisschen bei der Substanz in verschiedenen Sachen. Und deshalb ist es so schwer von der Bewertung. Und deshalb ist es, glaube ich, auch so schwer für die EMA, das zu bewerten. Bei dieser Grafik, wie kann man verstehen, diesen Tiefpunkt der Woche 60 oder so, der vorletzte, und dann geht wieder hoch? Gut. Das würde ich nicht sehr stark bewerten. Das ist eine, Sie sehen hier die Schwankungsbreite. Hier, nicht? Das ist im Rahmen der Messgenauigkeit. Es gibt dafür andere Gründe. Das war der primäre Endpunkt hier. Da haben die Leute besonders gut hingeguckt. Und der Wert ist ein bisschen niedriger. Ich würde die Tatsache, dass immer dann, wenn man versucht, einen primären Endpunkt festzunageln, da Schwierigkeiten hat, hier würde das nachgehen, dass die Effekte insgesamt nicht sehr gut sind. Das heißt, es ist leicht, dass es im Rauschen verschwindet. Das wäre meine Interpretation, die ich favorisieren würde. Sicher ist das Medikament. Aber Trinkwasser ist auch sicher. Es hilft bloß nicht. Das heißt, schon, man kann schon leben, aber es hilft jetzt nicht gegen die bestimmte Beschwerde. Doch, der Unterschied ist schon, dass wir hier bestimmte Effekte schon in den sekundären Endpunkten immer wieder sehen. Und dass sich das auch wiederholt zeigt. Und das ist eben die Schwierigkeit, das jetzt zu interpretieren. Man müsste ja nicht fast noch mal eine Studie machen, dann noch länger, um dann dieses Grauen doch zu haben und doch vielleicht feststellen, ist es das tatsächlich. Und die Frage, was ist der primäre Endpunkt? Wonach gucke ich denn dann hinterher? Das ist eine sehr schwierige Frage, die ja mich lange auch gerade gesagt haben. Den TFC hat man hier extra genommen, weil er so relativ stabil ist und sich eben erst nur sehr, sehr langsam über längere Zeit verändert. Trotzdem war es hier leider negativ. Aber es gibt andere primäre Endpunkte, kommen wir gleich zu. Herr Mayer. Ich habe nochmal die Einordnung, und mir geht es da mehr oder weniger um Hoffnung für unsere Familien und vor allem auch um unsere Patienten. Ich finde das Thema sehr, sehr schwierig, weil ich sehe ganz, ganz viel, die sehr, sehr viel Hoffnung haben, die durch die Studien natürlich, die dann auch abgebrochen worden sind und die ihre, sage ich mal, primären und sekundären Endpunkte nicht erreicht haben. Deswegen finde ich das jetzt erstmal mega. Und ich kann die, sage ich mal, Community teilweise über die Stichwachen auch überhaupt nicht verstehen, warum sie nicht zumindest hergehen und das ein bisschen positiver darstellen, weil das ist das erste Medikament meines Wissens nach, das zumindest mal gezeigt hat, auch im sekundären Endpunkt, dass es zu einer Verbesserung kommt. Gut, ob das langfristig natürlich, das wird sich zeigen, das ist ganz klar, aber allein aus der jetzigen Studie gibt es einfach mal Hoffnung für unsere Patienten und Menschen,
die an der Hoffnung festhalten. Und die Hoffnung, wissen wir ja auch, wie viel Placebo-Effekt es hat und wie, sage ich mal, das zur Stabilisierung der Erkrankung beiträgt. Und von dem her finde ich es ein bisschen in unserer Betrachtung ein bisschen sehr, sehr negativ, was da, sage ich mal, so ein bisschen die Hoffnung nimmt. Ist ein ganz wichtiger Punkt. Dankeschön. Hoffnung und dann haben wir primäre, sekundäre Endpunkte. Das ist eine schwierige Frage, weil Medikamente auch schaden können und Nebenwirkungen haben können. Das ist der erste Punkt. Das heißt, auch wenn ich Hoffnung habe, wir haben es erlebt bei der Roche-Studie, wir hoffen jetzt, dass es in der niedrigen Dosierung anders ist, aber genau das hat den großen Rückschlag gemacht. Auch da haben wir viel Hoffnung. Ich habe das auch immer noch. Der Punkt ist, dass sekundäre Endpunkte, wenn ich 100 Rechnungen mache, 100 mal eine Statistik rechne, dann werde ich immer irgendwas positiv haben. Es gibt mehrere Studien, die sekundäre Endpunkte positiv haben, wo das aber nichts heißt, wo das Zufall sein kann. Deshalb kann ich nicht aus jedem sekundären Endpunkt irgendetwas machen. Und es ist schon schwierig, und ich glaube, das ist der HD-Bass-Artikel, wenn ich dann hinterher sage, naja gut, meine eigentliche Studie war negativ, aber ich hänge jetzt mal die Daten von der Open-Label-Extension da hinten dran und mache das kollektiv größer mit die anderen Studien und baue mir das so lange zurecht, bis es dann tatsächlich passt. Das kann man tatsächlich kritisch betrachten. Aber die Vielzahl der Punkte macht es hier eben schwierig, dass es da durchaus Hinweise gibt. Und da ist eine schwierige Abwägung. Wir alle brauchen Hoffnung. Ich glaube, es ist aber sehr, sehr gute Gründe, zeigen wir jetzt gleich noch, für Hoffnung geben. Sehr, sehr gute Gründe. Aber Robert Koch zum Beispiel, der das Tuberkelbakterium entdeckt hat, wollte am Ende seines Lebens, jedes Leben kommt zum Ende, unbedingt auch die Therapie haben, nachdem er schon die Ursache entdeckt hat. Und hat Quecksilber empfohlen. Das hat es nicht gebracht. Das war eine Hoffnung, durchaus begründet. Es gab Daten dafür, aber es hat eben noch weitere Zeit gebraucht, bis man Antibiotika hat. Und damit ist Tuberkulose heutzutage behandelt. Was ich damit sagen will, ist, es ist so, und wir haben viele Gründe durch die Forschung, dass wir Erfolg haben werden. Aber wir müssen auch klar unterscheiden, ob wir berechtigte Hoffnung in eine Substanz setzen. Und das ist wichtig. Ich glaube aber, dass keiner, der hier sitzt oder anderswo ist, pessimistisch auf die Entwicklung der Zukunft sehen sollte. Wir werden das gleich mal nochmal zeigen. Deswegen ist hier ein Punkt ganz, ganz wichtig. Wir wollen, wir brauchen Hoffnung. Aber es soll begründete Hoffnung sein. Und wir müssen auch unterscheiden, wo wir uns aus subjektiv, wie Robert Koch, absolut verständlichen Gründen, der wollte helfen, der wollte aber auch am Ende seines Lebens noch einen therapeutischen Erfolg haben. Das hat nicht geklappt. Und erst später ist dann eine wirklich wirksame Therapie entstanden. Und so muss man das, glaube ich, hier auch sehen. Wir brauchen Durchhaltevermögen. Es ist so, dass jedem Menschen mit der Hand in der Kopf was zugemutet wird, bis wir an diesem Punkt sind. Das ist völlig richtig. Aber es gibt Anlass zur Hoffnung. Und uns allen geht es nicht schnell genug. Auch uns Forscher. Das ist ganz definitiv so. Ganz kurze Einbauung. Klar. Komplett nachvollziehbar. Aber die Frage ist, vielleicht ist auch das Thema Priopedin auf diesem Weg ein Teil der Lösung, das Ganze zu verzögern und zu stabilisieren, bis dann im Endeffekt was anderes nachkommt, das dann viel besser oder individuell hilft. Es könnte auch eine Kombinationstherapie später sein mit unterschiedlichen Wirkmechanismen. Aber die Frage bleibt, sind die Daten ausreichend genug, dass wir wirklich Hoffnung haben dürfen, dass es hilft? Oder ist das ein Placebo-Effekt, den wir jetzt gesehen haben durch verschiedene Sachen? Und das muss man diskutieren. Da gibt es Pros und Cons. Glaube ich, deshalb ist die Diskussion schwierig und wir haben versucht, das darzustellen. Ja. Okay. Also, wir sind schon ein bisschen weit fortgeschritten in der Zeit. Aber die berechtigte Hoffnung, die wollen wir jetzt noch hören. Genau.
Dann machen wir weiter. Also gut. Jetzt, das sind die experimentellen Therapieansätze mit dem Ziel, den Verlauf zu beeinflussen. Ich mache Ihnen das nochmal ein bisschen schematisch. So, jetzt können Sie mich hier die Batterien machen, der schaut das Gerät an. Also, wir haben hier schematisch hergestellt. Sie sehen hier den Zellkern hier. Und hier sehen Sie die Zelle insgesamt und hier das sogenannte Zytoplasma. Und Sie sehen hier einen ersten Ansatzpunkt, Antisense Oligonukleotide. Sie sehen einen zweiten Ansatzpunkt, RNA-basierte Therapeutika, reife Messenger-RNA. Und dann sehen Sie einen Ansatzpunkt, das war nicht beabsichtigt, die versuchen, eine Splice zu modifizieren, PTC ist das im Wesentlichen, die wir jetzt mit Ihnen diskutieren wollen. Also, das Thema heißt Entlastung von veränderten Genprodukten und was der Werkzeugkasten ist. Ansatzpunkt immer hier diese Stelle, die so oder Messenger-RNA. Für die haben wir erfreulicherweise einen ganz großen Kasten von Werkzeugen, mit denen wir das machen können. Und das hier nochmal kurz zusammengefasst, die sind zum einen DNA-basiert, einzelschränkende DNA, nennt sich Antisense-Oligonukleotide, Tominasen, WAVE VIGO, VIPO, das wird dann gleich nochmal gesprochen werden im Einzelnen, was das ist. Also DNA-basierte Therapieansätze. Zweite, RNA-basierte Therapieansätze, entweder doppelsträngige RNA, allelselektiv oder nicht allelselektiv, intrathekal, also in den Nervenwasserraum eingespritzt, dann vektorbasierte Gentherapie, Carsten will jetzt gleich darauf eingehen, das sind die Studien, die in Deutschland auch laufen, und dann andere in verschiedenen Varianten. Unicure ist das, was wir Ihnen vorstellen wollen. Und dann, ganz wichtig, als Medikament, als Tablette einzunehmen, nicht zu injizieren ins Hirngewebe, wie die RNA-basierten Therapeutika oder ins Nervenwasser, wie die DNA-basierten Therapeutika, BTC Therapeutics. Das wollen wir Ihnen nochmal kurz vorstellen. Carsten. Ja, ein zweites Lieblingsdia von mir, von der Sarah Tabrizi aus seiner Arbeit. Eigentlich das, was wir eben schon gesehen haben. Nochmal die Zelle mit dem blauen, dem Zellkern. Und jetzt hier dargestellt dann einmal die mRNA. Immer wenn ein Protein gebraucht wird, wird davon eine Kopie gemacht. Und das ist dann die mRNA. Und die geht raus aus dem Zellkern und daraus wird das Protein, das ist der Knüttel da hinten, da hergestellt. Und wenn ich zu viele CAGs habe in der DNA, das was wir im genetischen Test messen, dann habe ich zu viele CAG-Kopien oder also Umkehrungen auf der mRNA und zu viel Glutaminsäuren hinter dem Protein. Dieses Protein können wir im Nervenwasser messen und können gucken, ob unsere Therapie tatsächlich hilft, ob das Huntington-Protein reduziert ist. Wichtig aber auch, dieses Exon 1, dieser kleine Schnipsel da oben, dass es eben nicht nur dieses ganze Protein gibt anscheinend in den Zellen, sondern auch teilweise nur diesen ersten Abschnitt mit den CAG-Verlängerungen drauf, von diesem, wo man nicht genau weiß, dass oben dieses Exon 1, dieses kleine Stückchen da oben, wo man nicht genau weiß, ob das nicht vielleicht, ja, man sagt auch Toxic Fragment, besonders klebrig ist, besonders. Und ich habe es mal dazu gebaut, die somatische Expansion, dass ich die DNA, das konnte ich jetzt da nicht zeigen, aber auch dann auch die mRNA, teilweise übers Leben, je älter man wird, je höher die Repeatzahl ist, diese CAGs immer länger werden und dieses Stückchen viel länger wird. Was wir eben auch als zusätzliche Pathologie jetzt diskutieren, dass das eine wichtige Rolle spielt mit diesem Reparaturgen, was wir zu Anfang haben. Die Ansätze, die wir im Moment haben, sind oder die wir überlegen, sind einerseits an der DNA,
sowas wie die Genschere, CRISPR-Cas oder die Zinkfingerproteine, da ist die Firma Takeda dran. Diese Ansätze funktionieren noch nicht. Daran forscht man intensiv im Labor und wer HD was verfolgt von den verschiedenen Kongressen, dann gibt es da zig Beiträge immer wieder dazu. Man versucht, diese CRISPR-Cas besser zu verstehen. Die schneidet noch an vielen anderen Stellen, nicht nur an dieser Stelle, ist deshalb noch nicht ganz sicher, ist schwierig in die Zelle reinzukriegen, aber daran forscht man intensiv, glaube ich, dabei würde ich es erstmal belassen, im Moment noch nicht beim Patienten. Und es gibt Medikamente, wie zum Beispiel das von der Firma Genta da diskutiert, die vielleicht demnächst kommt, diese somatische Expansion beeinflussen sollen. Da haben wir eben auch schon andere Firmen gesehen. Auch die gibt es bis jetzt noch nicht beim Patienten. Das, was wir seit 2016, 17 machen, sind verschiedene Medikamente, die das mRNA reduziert. Und eins davon ist die Firma Unicure. Das hat sehr viel Aufmerksamkeit erregt in der letzten Zeit. Ein paar Daten, da gehen wir gleich drauf ein. Das ist die mit der Operation im Gehirn, wo man den Virus ins Gehirn spritzt mit einer DNA-Kassette, die dann mRNA herstellt. Und es gibt ein paar andere Firmen, die auch an dieser iRNA-Stelle da oben ansetzen. Da oben dieses kleine iRNA-Fragment, das sorgt dafür, dass das Protein abgebaut wird. Und genau da setzt diese Firma Unicure das Präparat ein, aber auch diese anderen Firmen da. Und interessant ist die Firma Allian für mich, die möchte ich gerne darstellen, wo demnächst eine Studie mit beginnt, die einen ähnlichen Ansatzpunkt hat und beide Firmen auch Exon 1, dieses kurze Fragment, mit behandeln. Dann haben wir unsere Antisens-Oligonukleotide. Das sind diese drei Firmen hier, Roche, Wave und Vico, die das ansetzen. Da gehen wir drauf ein. Und wir haben die kleinen Moleküle, die auch Bernhard eben schon berichtet hat, die Firma PTC. Novartis war ein Saft, was aufgrund von Nebenwirkungen, wir haben es Polyneuropathie verursacht, abgebrochen werden mussten. Auch da haben wir Hoffnung, dass das gut helfen kann. Aber es hat Nebenwirkungen gemacht, musste beendet werden, wird nicht weiterverfolgt. Und die Firma Shylock, da haben wir vielleicht auch welche, auch haben auch einige bei Histibase gelesen, eine Phase 1-Studie, also bei gesunden Freiwilligen, die sowohl dieses Splicing als auch vielleicht so ein bisschen die somatische Expansion beeinflusst. Also an verschiedenen Stellen, wir wissen nicht im Moment, welches der beste Weg ist und was am besten klappt. Es gibt für verschiedene Sachen Vor- und Nachteile. Ich hoffe, dass ein bisschen deutlich wird nach dem Vortrag, wo Vor- und Nachteile sein können, warum es wichtig ist, die zu untersuchen. Willst du, soll ich? Mach du. Ja. Die Firma Unicure hat Aufsehen erregt, eine holländische Firma mit Daten, wo auch bei HD-Bus Sachen waren, die eine sogenannte, eine vorzeitige Beobachtung praktisch von den Studien machen. Das Wichtige ist, diese Firma Unicure hat eine Kassette, wo diese iRNA hergestellt werden und damit die ins Gehirn überhaupt kommen kann, muss das Gehirn stereotaktisch, also mit Spritzen ins Gehirn, ins Triatum, also in tiefe Areale des Gehirns, dort, wo die Huntington-Erkrankung besonders sich auswirkt, reingespritzt werden. Das ist eine lange Operation, das ist sehr invasiv, das kann zu Komplikationen führen, das kann zu Immunreaktionen führen, also nicht ganz ohne. Und die ersten, ich glaube, ungefähr 36 Patienten, davon ungefähr 20 in den USA und 16 in Europa, ich weiß nicht, ob die Zahlen hundertprozentig stimmen, in Polen und England vor allen Dingen, wurden da operiert und werden jetzt beobachtet. Und man hat gesehen, dass es vielleicht ein bisschen stabilisieren kann, was dazu geführt hat, dass es von der FDA ein RMAT, ein Regenerativ Medizin Advanced Therapy Programm gegeben hat, wo man, was eigentlich heißt, dass die früher Daten einreichen können und das besser beobachtet, schneller beobachtet wird, dass sie nicht hinterher so lange das Ganze machen muss, sondern dass es schneller geht in der Beurteilung, weil es eine gewisse Hoffnung gibt. Man hat bei dieser Studie auch ein paar Scheinoperationen gemacht, das sind aber irgendwo sehr wenige Patienten, weil zu wenige sind, hat man aus anderen Studien wie der Track, der Predict-Studie, wo Leute nicht behandelt wurden, Leute rausgesucht, die ähnlich schwer krank waren, hat die als Vergleichsgruppe genommen. Und wenn man das macht, dann sieht man, dass der Verlauf der Erkrankung hier im cUHDRS, das ist eine Kombination von TFC, von dem Motorscore und von kognitiven
werden. Es ist vielleicht ein bisschen stabiler als der TFC. Das ist die Frage. Ein anderer Endpunkt, wenn man das macht, sieht man hier einen bestimmten Vorteil. Die Frage ist aber tatsächlich, bei der Studie hat man einen Placebo-Effekt dabei. Das hat man bei der Predict- oder Track-Studie nicht. Wir wissen, wie wichtig Placebo-Effekte sind. Also würde ich ein bisschen vorsichtig das Ganze interpretieren wollen. Aber es scheint einen gewissen Effekt zu haben. Wir haben hier wilde Zahlen von 80%. Und da finde ich das ein bisschen kritisch, muss ich sagen, das so zu machen, publiziert. Das, was es aber gibt, ist, dass es diesen Neurofilamentwert, den haben wir ja auch schon öfter gehabt, gibt und dass der aber erstmal nach der Operation deutlich erhöht. Man sieht, dass wie das da so hochgeht, das ist auch klar, weil ja durch die Operation Nervengewebe geschädigt worden ist. Aber der kommt jetzt runter und nach 2 Jahren scheint er ein kleines bisschen unter dem Ausgangswert zu sein. Das wäre ein Hinweis, auch hier nochmal, dass der Wert praktisch dann weiter unten ist, das wäre ein Hinweis, dass das Nervengewebe durch die Huntington-Krankheit jetzt weniger geschädigt wird. Ein Hinweis. Also mit sehr viel Vorsicht. 9 oder 12 Patienten? Sehr wenig. Genau, auf jeden Fall sehr wenige Patienten, auch für eine Gesamtdosis. Und deshalb ist es eben sehr schwierig. Also ich denke, das ist ganz wichtig. Sehr wichtig, dass man sich das anguckt oder berücksichtigt, dass das kleine Zahlen sind gegenwärtig. Und man muss sich klar machen, dass wir jetzt hier von einer Intervention sprechen, die nur einen Teil des Gehirns, nämlich das Striatum in erster Linie berührt. Es ist unklar, ob es einen Transport dieses Virus in andere Hirnregionen gibt. Das wird hypothetisiert, aber das ist nicht gezeigt. Und auch die Hypothese, dass Exon 1 besonders stark vermindert ist, ist erstmal eine Behauptung, aber nicht wird nachgemessen. Ich möchte auch daran erinnern, gehört ja schon ein bisschen länger dazu, es gab fetale Transplantationsstudien von Frau Baschun-Levy, die hatte bei 4 Patienten Verbesserungen gezeigt. Nicht kognitiv, motorisch und sonst was. Es ist wichtig, dass man hier, obwohl einem das freut, dass man solche Ergebnisse sieht, nicht zu enthusiastisch damit ist, sondern abwartet. Der große Vorteil dieser Studie ist das Medikament einmal gegeben, dann bleibt es sehr lange Zeit im Gehirn, man kann also über lange Zeit beobachten und wird, da bin ich mir ganz sicher, klare und belastbare Aussagen machen können, wenn man Wahrnehmung beobachtet. Jetzt im Augenblick hat man nur 2 Jahre beobachtet. Das Entscheidende wird sein, was passiert, wenn man 5 Jahre beobachtet. Also insofern glaube ich, der Hype noch ein bisschen mit Vorsicht machen, aber wurde operiert, es wurde, wird eben weiter beobachtet. Wir sollen ein bisschen vorwärts kommen, sagt Alina. Deshalb springe ich jetzt schon gleich zur nächsten Studie, die Allianz-Studie, die demnächst beginnt. Auch in Deutschland, glaube ich, wieder mit den üblichen verdächtigen Zentren. Allianz ist eine Firma, die eine iRNA-Therapie, die schon mehrere iRNA-Medikamente für andere Erkrankungen entwickelt hat, ein paar, sagen wir so, und diese iRNA, die eben dann das Huntington zu einem Abbau des Huntington-Proteins durch diesen Maßkomplex führt, wird hier durch eine Veränderung so gemacht, dass es von den Nervenzellen gut aufgenommen wird und durch Nervenwasser ins Nervenwasser gespritzt werden kann, so wie bei den anderen Medikamenten auch. Das heißt, wir brauchen keine Operation. Es scheint trotzdem eine relativ gute Verteilung des Medikaments zu geben. Und die Firma hat eine Studie gemacht bei Alzheimer-Patienten, wo ein anderes Protein, APP, hier reduziert werden soll. Und wenn sie das macht, dann sieht man nach der einmaligen Gabe hier zu Anfang eine Reduktion über 6 Monate und so bei 12 Monaten kommt es so langsam wieder hoch. Also eine längere Therapiedauer, was heißt, dass man nicht zu oft behandeln muss. Und deshalb ist diese Studie, das sind eben Alzheimer-Daten. Wir wissen noch nichts zu Huntington. Es wurde noch nie bei Huntington eingesetzt. Das soll jetzt passieren. Und beim Tierversuch sieht man, dass das Huntington gut reduziert wird.
Und dass es auch, wenn es doller reduziert wird als 50%, beim Affen zumindest keine Schädigung machen. Ob man das gleichsetzen kann, weiß ich nicht. Aber auch da wird es erstmal um Dosisfindung gehen. Es gibt verschiedene Kohorten, wo man in verschiedenen Gruppen ganz niedrig anfängt mit dem Medikament und langsam hochgeht. Das Interessante daran ist, dass es eine relativ gute Verteilung hat, nach dem, was wir wissen von den Tierdaten. Und dass es auch die Exon 1-Pathologie mit erfasst, so wie bei der UniCure-Studie auch. Aber ich brauche keine Operation und kein Virus. Und das ist relativ interessant. Bis jetzt von der Verträglichkeit bei den Tierversuchen auch relativ gut. Aber das ist natürlich was, was bei den Menschen untersucht werden muss jetzt. Da geht es also vor allen Dingen Verträglichkeit erstmal. Ist jetzt nochmal ein gutes Beispiel dafür. Es braucht Jahrzehnte, bis die Messenger-RNA so chemisch modifiziert ist, dass sie erstens durch die Zellen geht, im Nervenwasser überlebt und seine Wirkung entfalten kann. Jahrzehnte. Das sieht aus wie ein Detail. Die Idee war schon lange da. Die praktische Umsetzung ist es, die Schwierigkeit darstellt. Und deswegen muss es doch empirisch überprüft werden. Okay, damit sind wir bei den Ansätzen mit der iRNA durch und kommen zu den kleinen Molekülen. Da hatten wir die Novartis-Studie, wie gesagt, Abbruch wegen Nebenwirkungen, und haben jetzt interessante Daten von der PTC-Studie. Möchtest du das darstellen? Bei der PTC-Studie machen ungefähr 160 Leute mit. Die werden ein Jahr untersucht und bekommen also eine Tablette. Und diese Tablette soll das Splicing, das Verändern der mRNA im Gehirn stoppen und verändern. Also eine Tablette, die ich einnehme, die dann die Aktivität der Gene im Gehirn verändern soll. Bis vor kurzem Science Fiction. Und das finde ich sehr spannend. Und dabei wurden jetzt vorzeitige Daten präsentiert, wo man erstmal nur 30 dieser 160 Leute analysiert hat, also nicht alle. Das heißt, das ist noch mit Vorsicht zu genießen und das Zurückhaltung zu genießen. Und dabei hat man gesehen, dass das Huntingtin-Protein sich dosisabhängig bei 5 Milligramm mehr als weniger als bei 10 Milligramm reduziert. Also sagt auf 9 Milligramm weniger, das Protein wird weniger. Das hat dazu geführt, dass gerade mit vor 3 Tagen die FDA ein Fast-Track-Designation gemacht hat, also das auch früher beobachtet wird, auch das positiv. Man hat das auch im Nervenwasser, das war eben im Blut, jetzt im Nervenwasser gesehen, dass Huntingtin-Protein weniger wird. Man hat nicht gesehen, dass das Neurofilament ansteigt. Das heißt nicht, wie bei manchen Antisense-Studien, wo das zwischendurch hochgeht, ein Zeichen für vielleicht Nebenwirkungen oder Probleme ist. Das heißt, eine Schädigung des Gehirns mehr nicht. Es ist noch nicht runtergegangen. Das wäre natürlich das Schönste, wenn man das zeigen kann. Weil Neurofilament ändert sich nur sehr, sehr langsam über Monate. Das kann sein, dass das länger dauert. Und sehr wichtig für mich ist, dass Caudatum-Volumen im Kernspin, die Patienten bekommen auch das Kernspin regelmäßig, hat sich nicht verändert, ist nicht erweitert. Wir haben bei den Antisense-Studien mit den Horst-Studien auch durchaus die Frage gehabt, kann denn die Reduktion des Huntington-Proteins selber auch dazu führen, dass sich die Ventrikel erweitern? Das scheint demnach hier nicht unbedingt so zu sein. Das scheint dann eher ein Problem der Antisense-Volumen zu sein, als entzündliche Entwicklung. Und zuletzt scheint es als Hinweis, es ist ein Trend und es ist wieder kein Beweis, aber geht es in dieser Motorscore-Untersuchung, die Sie alle kennen aus der Studie, wo man Augenfolge und das Fingertapping und diese Sachen untersucht und dafür Punkte gibt, haben die Patienten dosisabhängig wieder mit der höheren Dosis die Verschlechterung der Motorik etwas weniger. Das ist noch nicht signifikant, das ist nur ein Hinweis, muss mit Vorsicht betrachtet werden, aber es hat einen Hinweis darauf, dass es vielleicht tatsächlich hilfreich sein könnte. Ja, und das gab es auch für kognitive Messungen für diesen Total Functional Capacity Score. Ich glaube, das würde ich jetzt mal fast übernehmen, weil du hattest da noch Punkte dazu. Also eigentlich schon mal die Aufhörung. Das sieht ja richtig gut aus. Jetzt erst einmal, das ist ein Medikament, was den ganzen Körper wirkt, ne? Und was verträglich zu sein scheint. Und was tut, was es tun soll, es senkt ab die Belastung der Zellen des Körpers mit dem veränderten Antigen.
Es senkt die Messenger-RNA. Und die Folge davon ist, dass das Protein weniger wird. Es ist nicht gesagt, dass es das Proteinabsenkung das Entscheidende ist, sondern die Absenkung der Messenger-RNA. Wichtig allerdings, das ist eine reife Messenger-RNA durch diesen ein Abbau im Zytoplasma, im Zellkern, nach wie vor CRG-Wiederholungen da und in der DNA auch. Überlegen wir das Verschluss, denn ich glaube, es ist. Wollen wir noch den, glaube ich, ganz kurz. Also, wichtig ist, das PTC ist etwas weiter hinten als diese anderen Sache und deshalb ist eben Vor- und Nachteil, die wir diskutiert haben. Wir haben zum Schluss die Antisense-Oligopläthäung. Ich glaube, die würde ich schon noch kurz darstellen, weil das auch nur kurz, weil wir schon öfter darauf hingewiesen haben. Wir haben die Schwierigkeiten mit Forschungswerten. Warum nicht ganz schräg? Ich habe den Eindruck, alle sind jetzt relativ erschöpft und haben eigentlich genug. Und dann gehen wir auf das letzte, allerletzte Bier. Das allerletzte Bier, ja, das ist ganz allerletzte Mal. Bin ich nicht ganz verlaufen. Aber ich habe den Eindruck, was der ist. Ich war mir nicht sicher, ob du tatsächlich dieses Bier meinst. Ganz wichtig, danke an alle, die diese Studie mitmachen, ohne die das nicht funktionieren würde. Deshalb auch diesen Applaus vielleicht für diejenigen, die da mitmachen. Herr Lang hat sehr wichtig darauf hingewiesen, dass Roche sehr schöne Daten vorgestellt hat in Straßburg zur Placebo-Wirkung. Das ist so spannend, dass ich das eigentlich ganz gerne in einem Seminar von der DAH mal vortragen würde. Aber jetzt habe ich den Eindruck, reicht es und alle wollen Mittagessen. Und ich denke, wenn noch Fragen sind, super gerne. Aber es ist nicht die letzte Gelegenheit, dass wir darüber reden. Es fällt mir schwer, aufzuhören, überhaupt irgendwas zu den Antisens zu sagen. Ich glaube, es gibt verschiedene Antisens, die an vielen Stellen werden. Die Wave-Daten sind auch ganz interessant, dass sie eine Reduktion des Antigens zeigt. Das zeigen alle diese Antisens schon mehr oder weniger. Wo haben wir noch keine Daten? Sie haben aber auch Nebenwirkungen, haben Immunreaktionen, die auftreten, haben eben diese Ventrikelerweiterung bei der Roche-Studie, wo man jetzt in niedrigen Dosen das guckt. Ich glaube, dass das bei allen Antisens-Studien der entscheidende Punkt sein wird, dass man Dosen finden muss, in der sie verträglich sind, ob sie dann diese Nebenwirkungen auch noch machen. Aber auch das ist wichtig, die weiter zu untersuchen. Vielleicht kann man es so zusammenfassen. Ja, das ist gut. Ja. Danke. Super zu Hause. Schön, dass ihr zugeschaut habt. Und genau, wir sehen uns dann im nächsten Jahr wieder. Dankeschön.